Elektroniker ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Ausbildungsberuf. In Deutschland ist Elektroniker zusätzlich ein Oberbegriff für verschiedene Berufe aus der Elektrotechnik und Elektronik sowohl im Handwerk als auch der Industrie. Der Beruf ist eine klassische Männerdomäne. 2010 lag der Frauenanteil bei Ausbildung und Berufsausübung nicht über 12%. Deutschland. In Deutschland gibt es zusätzlich zum handwerklichen Ausbildungsberuf Elektroniker in mehrere Berufslehren mit unterschiedlicher Ausrichtung. Die Berufe sind durch die Verordnung vom 4. Juli 2003 oder vom Juli 2008 anerkannte industrielle Elektroberufe, die sowohl im Handwerk als auch in der Industrie ausgeübt werden können. Je nach Betrieb und Spezialisierung können Elektroniker zum Beispiel im Bereich der Starkstromtechnik, der Fertigung und Montage, dem Schaltschrankbau, der Datenverarbeitung oder der Nachrichtentechnik arbeiten. Im Handwerk sind dies Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroinstallateur, der Vorgängerberuf des Elektronikers Energie- und Gebäudetechnik, Elektroniker Informations U, Telekommunikationstechnik, Informationselektroniker Geräte- und Systemtechnik, Informationselektroniker Bürosystemtechnik, Systemelektroniker. Und in der Industrie, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik, Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme, Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme, sowie indirekt auch Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, da auf der gleichen Verordnung basierend. Alle diese Ausbildungsberufe haben gemeinsam, dass sie 3,5-jährig sind und die Spezialisierung im 2. Ausbildungsjahr beginnt. Folglich ist das 1. Jahr identisch. Elektroniker werden im Lehrbetrieb ausgebildet und besuchen während der Ausbildung die Berufsschule. In Deutschland erlangen die Auszubildenden mit erfolgreichem Abschluss der Berufsschule und, je nach Bundesland, zusätzlichen Deutsch- oder Englischkursen die mittlere Reife. Verschiedene Fachrichtungen gelten in Deutschland als Mangelberuf für Facharbeiter und stehen auf der Positivliste für ausländische Facharbeiter aus Nicht-EU-Staaten. Berufsschulunterricht ist die theoretische Ausbildung an den Berufsschulen. Das theoretische Fachwissen wird in Lernfeldern vermittelt. Es kommen neben Mathematik auch Deutsch, Englisch, Sozialkunde und Sport hinzu. Nach 2 Jahren Grundausbildung sollte sich ein Elektroniker das nötige Fachwissen angeeignet haben, um es vielseitig einsetzen zu können. Schweiz. Der Lehrberuf heißt in der Schweiz seit 1. Januar 2009 Elektroniker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Zuvor hieß der Beruf schlicht Elektroniker, wobei zwischen Niveau G und T unterschieden wurde. Weitere bisherige Bezeichnung: Fernmelde-, Elektro- und Apparatemonteur, Elektronikmonteure. Die Berufsausbildung dauert 4 Jahre. Elektroniker werden im Lehrbetrieb ausgebildet und besuchen während der Ausbildung die Berufsschule. Als weitere Lehrorte kommen noch überbetriebliche Kurse in der ersten Lehrhälfte hinzu. Diese Kurse haben einen Umfang von mindestens 36 und höchstens 64 Tagen, wobei ein Tag 8 Stunden umfasst. Während der ersten Lehrhälfte wird in der Grundausbildung ein breites Fundament an Wissen und Können gelegt. Im Zentrum stehen Berechnen, Dimensionieren, Aufbauen und Ausmessen elektronischer Schaltungen, Dokumentieren der Arbeiten, Montieren und Verdrahten von Geräten, Bestücken und Löten von Leiterplatten sowie Inbetriebssetzung und Beheben von Störungen. Zusätzlich wird gelehrt, wie Mikrocomputersysteme sowie Programme geschrieben und getestet werden. Ferner kann die Ausbildung, je nach Berufsschule, die Bereiche SPS und Roboterprogrammierung enthalten. Die Grundausbildung wird mit der Teilprüfung in den Gebieten Fertigungstechnik, Schalt- und Messtechnik und Mikrocontroller abgeschlossen. In der 2. Lehrhälfte folgt die Schwerpunktausbildung in Tätigkeitsgebieten des Betriebs. In dieser Ausbildungsphase vertiefen die Lehrlinge ihre Kenntnisse und Fertigkeiten durch exemplarisches Lernen an produktiven Aufträgen und Projekten. Während der ganzen Ausbildungszeit werden berufsübergreifende Fähigkeiten wie Lern- und Arbeitsmethodik, Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, USW,
gefördert. Berufsschulunterricht ist die theoretische Ausbildung an den Berufsschulen. Das theoretische Fachwissen wird in Lernfeldern vermittelt. Ohne Berufsmittelschule kommen noch Mathematik, Physik, auch Allgemeinbildung, Englisch und Sport hinzu. Nach 2 Jahren Grundausbildung sollte sich ein Elektroniker das nötige Fachwissen angeeignet haben, um es vielseitig einsetzen zu können. Bei bestandener Aufnahmeprüfung können Schweizer Lehrlinge die Berufsmittelschule besuchen und diese mit der Berufsmatchere abschließen. Österreich. Am 1. Juni 2011 wurde die Elektrikerberufe in Österreich zum Modul Lehrberuf Elektronik zusammengefasst. Grundmodul Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnik, Eisenbahn-Telekommunikationstechnik. Die Berufsausbildung dauert in Österreich 3,5 Jahre und gibt es mit dem Schwerpunkt auf angewandte Elektronik oder Mikrotechnik. Berufliche Perspektiven. Nach Abschluss der Lehre und mit dem Facharbeiterbrief bzw. eidgenössisches Fähigkeitszeugnis stehen dem der Elektroniker in viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Unter anderem Fachschule Techniker, Informatikingenieur. Verwandte Berufe in Deutschland, Mechatroniker, Systemelektroniker, IT-Systemelektroniker, Informationselektroniker, verwandte Berufe in der Schweiz, Automatiker, Multimedia-Elektroniker, verwandte Berufe in Österreich, Elektrotechnik, siehe auch, Fußnoten. Verordnung über die Berufsausbildung zum Elektroniker und zur Elektronik Aaron bei Gesetze im Internet. Elektroniker für Automatisierungstechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker Informations U. Telekommunikationstechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Automatisierungstechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Betriebstechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Geräte und Systeme im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. Elektroniker für Informations- und Systemtechnik im Beruf Net der Bundesagentur für Arbeit. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/indelausp_2007/gesamt.pdf http://www.berufe-lexikon.de/berufsbild-beruf-elektroniker.htm Positivliste der Mangelberufe. Facharbeiter abgerufen am 10. November 2015. http://www.zwi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html Fragezeichen Detail ist gleich 1 und Typ ist gleich Fz und Item ist gleich 269 und lang ist gleich D. http://www.zwi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html Fragezeichen Detail ist gleich 1 und Typ ist gleich Fz und Item ist gleich 268 und lang ist gleich D. http://www.zwi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html Fragezeichen Detail ist gleich 1 und Typ ist gleich Fz und Item ist gleich 269 und lang ist gleich D. http://portal.weko.at/wk/format_detdet　detail.wk Fragezeichen Angid ist gleich 1 und Stitt ist gleich 622925 und Distit ist gleich 0 und Titel ist gleich Berufsbinde-Strich-Prozent-2-Kund-Prozent-2-Brancheninfo-Prozent-3-Jahr-Prozent-2-Seelektronik. Normdaten. GND.